Voll eklig. Das Wasser aus meinem Wasserkran ist so eine komische Brühe. Ich war ein paar Tage weg, will mir einen Tee kochen und das Wasser, das aus dem Kran kommt, ist so eklig braun. Kann man nichts dran machen, sagt der Hausmeister. Die Leitungen sind halt alt. Wenn das Wasser zu lange in der Leitung steht, dann mischen sich die Ablagerungen aus der Leitungen mit dem Trinkwasser. Besser nicht trinken. Lange laufen lassen, dann wird's besser. Okay. Und während ich das Wasser laufen lasse, schießt mir etwas durch den Kopf. Könnte man uns Christen nicht auch mit so einer Art Leitung für Gott vergleichen? Schließlich möchte Gott ja durch uns zu den Menschen kommen. Er möchte quasi durch uns seine köstliche Liebe zu den Menschen leiten. Aber was wäre, wenn sich diese wunderbare Liebe Gottes mit der ganzen Unversöhnlichkeit und Bitterkeit, mit dem Neid und Streit in mir vermischt und nachher bei den Menschen sowas ankommt, wo die sagen, oh, Christentum, lass mal gut sein, brauche ich wirklich nicht, das ist ja richtig ungenießbar. Das lägt dann ja nicht an Gott, sondern an mir. Im Nachtgebet bete ich jedenfalls darum, dass meine Schwächen und Fehler das Evangelium nicht beschädigen. 22 Uhr, domradio.de, dein Weihbischof Ansgar.